Der Osten meldet sich zurück. Hallo, hier ist der Friseur und ich habe mir mal gedacht, ich spiele mal was anderes außer Call of Duty etc. und habe eben im Store das Spiel Outland entdeckt. Ich habe mir mal die Demo geladen und werde die für euch jetzt einfach mal spielen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ich würde mal sagen, wir starten. Den Einzelspieler. Nehmen wir den. Gut. Geht's jetzt los? Es ist If you irgendwie listen, eine I'll Art tell you the man you Action-Geschicklichkeit, lost before Puzzle-Spiel conquered my angeblich. dreams of Und victory. ich überspringe mal das Intro, weil das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Wer weiß, wie lange das geht. Und da denke ich mal, geht's jetzt los? Es lädt zumindest. Bam. Los geht's. Aha. Also springen. Bam. Springen. 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 Super toll. Da gucken wir mal. Wall Jump. Okay. Oh, das war ein Fehl. Komm ich hier nochmal hoch? Ja. Müll das Ding. Du hast ein Zeichen der Götter eingesammelt. Finde weiter, um geheime Belohnung freizuschalten. Ah. Okay. Menü. Hier. Oh, Double Wall Jump, Mann. Oh, was ist das? Ah, da muss ich wegstelzen davor. Okay. Leiter runtersliden geht auch. Wo muss ich? Wir gehen nochmal da hoch. Ah. Ach so ein Sammel. Da gibt es bestimmt dann wieder Erfolge, wo man hier bestimmte Teile einsammeln muss. Ich will hier runter. Aha, Speicherpunkt. Menü. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, allzu viel kann ich nicht zu dem Spiel sagen. Irgendwie Ubisoft, ne? Oh. Ah, ne, es war für schon. Schalter betätigt. Aha, jetzt geht das so. Also erstmal nur Jump'n'Run. Bis jetzt noch keine weitere Action. Ich weiß auch gar nicht, hier irgendwie X, Y und so funktioniert alles, ne? Aber ich denke mal, da kommt noch was zum Bashen. Hoffe ich mal. Ich will auch irgendwas abschlachten und nicht die ganze Zeit hier rumspringen. Ach nee, das war hier. So, was ist das? Kann ich nichts machen mit. Kommen wir auch nicht weiter. Okay, Fahrstuhl immer sehr beliebt in solchen Spielen. Nein. Ja, ich mag ja generell solche Spiele, aber wenn man zu sehr rumstelzen muss, da ist das mir nicht. Oh, was kommt jetzt? Aha. Okay, neue Fähigkeit oder was? Jo, Nahkampfangriff. Bam. Ah, so gefällt mir das doch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Menü? Bashen. Okay, Herzteil. Brauche ich nicht. Nochmal zerstören hier. Oh, ein Gegenort. Oh. Uah. Bam. Uah. Muss man das einsammeln? Na komm, los. Uah. Und sehr beliebt immer bei solchen Spielen. Man macht eine Attacke und irgendwann nach dem ersten und zweiten Schlag greift der Gegner an. Jumpen wir noch hier. Ah, hier. Oh, shit. ETF, ey. Bitches. Oh, Münzen, 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 Münzen. Nein, nein. Oh. Das ist jetzt schon. Ah, die geht zurück. Ich wollte es gerade sagen, dass. What? Okay.
Das macht Spaß, das ist ganz cool. Aber das wird dann wahrscheinlich wieder so wahnsinnig schwer, dass ich mir das dann 800 Punkte kostet das. Huch, 800 Punkte kostet das. Und das wird dann wieder so sein, dass ab dem dritten Level nur so ein Zeug rumfliegt. Und dass das dann wieder unschaffbar ist. Ich habe irgendwie gesehen, dass man eigentlich eine rote und eine blaue Form hat, die man irgendwie wechseln kann, aber scheinbar... Shit, habe ich das noch nicht? Nee. Da muss ich mal gucken, vielleicht gibt es das hier noch in der Demo. Wie gesagt, ich habe mir erstmal nur die Demo da geladen. Aber ich sag mal so, 800 Punkte geht eigentlich für solche Spiele. Normalerweise sind die ja immer so bei... Aha, hier ist ein blaues Ding. Seht ihr, das ist so durchsichtig. Na, kommst du nochmal runter? Und da kann ich nicht drauf springen. Gehen wir mal hier hoch. Hier ist Spider-Ends. Bam, 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 bam. Uah. Hier gibt es auch noch so einen Scheiß hier. Wofür die Münzen sind, da wird man sich vielleicht Upgrades oder so kaufen können. Das werden wir ja sehen. Nu, ich will kriechen. Hello? Egal, geht wahrscheinlich nicht. Bam, bam. Oh, das war übelst gefailt. Wow, wow. Oh. Naja. Schalter aktivieren. Oh, jetzt hier. Neue Fähigkeit oder was? Es sieht schon ganz cool aus. Ich hoffe, das kann man später im Video erkennen, weil es ein bisschen kleiner ist. Kleiden. Du kannst mit A und runter. Bla bla bla. Okay. Oh geil! Mr. Slide Swords. Geht voll ab. Ja, ja, ja. Nice. Animationen sind ganz cool irgendwie. Spider Bash. Jetzt schleiten wir mal hier durch, Mann. Oh, hier oben. Oh, geil. Wie kann man irgendwie. Dünen, also hier betäuben, wenn man vorher slidet. Nein! Oh. Nein! Shit. Niau. Geil. Macht voll Spaß. Nein, das war übelster Fail. Naja, aber da oben liegt noch ein Herz. Bam! Bam, Alter, bam in your face. So, jetzt habe ich wieder 42 Stück. Oder habe ich jetzt richtig gesehen? Gibt's? Da muss man ja wieder... Nein! Muss man ja wieder übelst sammeln für so einen Erfolg, der wahrscheinlich 10 GS gibt. Normal sind ja bei so Arcade-Titeln pro 200 GS, glaube ich. Okay, Walljump ist auch... Oh, das gibt's dann nicht. Menü, schleiden. Herz schleiden. Bam. Ja. So könnte es gehen. Juhu! Ah, ein Schalltor. Oh, das ist wieder so viel. Kaputt ist es. Naja, bis jetzt noch einfach. Mehr oder weniger. Wir müssen mal gucken, inwieweit sich das jetzt hier zum Verwenden der Startplattform brauchst du die Fähigkeit. Sprung. Ich hab Sprung. Menü. Sprung. Sprung. Ah! Ah, da oben ist auch noch so ein Kreis, also braucht man wieder eine andere Fähigkeit. Na gut. Dann geht's weiter.
Menü. Mach einfach runter, mal sehen, was. Ah, okay. Schalter. Jetzt gibt's hier Sprung, hä? Nee, neue Fähigkeit habe ich gekriegt. Jetzt habe ich hier diese Fähigkeit gekriegt, glaube ich. Fall back through time. Become the ancient hero. Let his spirits, dark and light, arm you in this final battle. Also dark and light. So, wie machst du das jetzt hier? Ah. Auf RB. Also das ist dark, das ist light, rot ist dark, blau ist light. Gucken wir mal. Können wir es nehmen? Cool irgendwie gemacht, so die Umgebung. Erinnert mich ein bisschen irgendwie an Limbo, so diese Welt. Oder generell der Style irgendwie. Oh, jetzt kann ich drüber springen. Wechseln. Ah, da kann man sogar stehen bleiben. Da macht das nichts und dann sollte man halt auf die darauffolgende. Brücke zwischen den Geistern zu wechseln. Okay. Also wahrscheinlich die dunklen Geister muss man mit Licht bekämpfen. Ja. Und blaue gibt es ja noch nicht. Okay. Oh, BTF. Nein. Okay, das ist jetzt schon wieder für mich was Schwieriges. Ja, das so, für sowas bin ich überhaupt nie zu haben. Okay. Das machen wir lieber von der anderen Seite. Okay. Naja, ein bisschen muss man sich reinfuchsen. Ich bin ja auch so ein Spieler. Ich weiß nicht, wie ihr euren Controller haltet, den Xbox-Controller. Aber ich tue ja mit dem Zeigefinger RT und LT. Also sprich, die Schultertasten drücken. Und diese Tasten RB und LB, die tue ich immer so wechseln mit dem Zeigefinger. Viele spielen ja mit dem Mittelfinger auf RT. Ja, das kann ich irgendwie überhaupt nicht. Deshalb muss ich hier immer gucken, dass ich mit der Steuerung noch einigermaßen zurechtkomme. So, jetzt wieder so rotes Zeug, muss ich im Sprung wechseln. Das hat ja ganz gut geklappt. Ah, und hier gibt es einen Save Point. Na bloß gut. Was hier? Ach, hier geht's wieder nicht weiter. Hier muss ich was aktivieren. Na dann. Okay, den muss man wieder. Oh, das war dumm. Den muss man wieder bashen. Und jetzt hier durch, genau. Dieses Licht, das führt ihn ja immer durchs Level. Okay, muss ich mit Rot bashen. Na, das war so dumm, ey. Ich bin ja generell bei solchen Spielen auch einer, der immer überall rumraschen muss, ey. So warten ist nicht so meins. Und nun? Aha. Okay, nächster Weg. Dass die Münzen gut sind, wahrscheinlich Upgrades. Das hab ich dir schon mal gesagt. Oh, Fehlbob, ey. Nee? Und, hä? Aha. Blau. Cool gemacht. Auf jeden Fall. Gehen wir mal noch dort unten durch. Ach nee. Da komme ich doch her. Ja. Komme ich doch her. Ich habe nur noch ein Leben, das darf ich jetzt nie verkacken irgendwie. Wäre schon dumm. Genau. Weiter geht's. Die Schwestern. Na gut. Geht's mal da hoch.
Die Schwestern hört sich irgendwie nach schwarz, also hier dunkel und Licht an. Die werden wir wahrscheinlich gleich bashen müssen. Na, sind wir bald mal oben? TF. Okay. Animation for the win. What? Ey, Bitches! Ja, toll, das war aber eine lange Demo. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich mir das kaufen soll oder nicht. Spaß hat's ja gemacht. Aber vielleicht noch ein Endboss oder so? Ah, der Krieg hat gerade erst begonnen. Ich fass es nicht. Naja, gut. Das war's wohl vom Spiel. Aber so ein kleiner Eindruck. Ihr könnt ja mal schreiben, wer vielleicht sich die Vollversion gekauft hat, ob das Spiel taugt. Ich mag das nicht so, wenn dann wie bei Ikaragua oder wie sich das nennt, 1000 Dinger rumfliegen und man muss sich dann so durchstelzen und man kommt da vom RB-Spam, also zwischen Light and Dark, gar nicht mehr, wie soll ich sagen, gar nicht mehr zurecht. Also ich bin nicht so ein Japanerkind, der die ganze Zeit so halb epileptisch auf seinem Controller rumdrücken kann und dann funktioniert das alles. Ich will mal sagen, tschaußen und bis zum nächsten Spiel.